Willkommen, Herr Präsident, willkommen, Frau Ministerpräsidentin, willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen, liebe Bewohner der digitalen Welt, willkommen, liebe Flüchtlinge. Willkommen in der Gegenwart, willkommen in der Zukunft und vor allem willkommen in der Realität. Das ist also Tag 1 nach dieser epischen gestrigen Regierungserklärung zum Thema Flüchtlinge. Und wir hören gerade vom Finanzminister, es wird also einen Nachtragshaushalt geben und eine Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2016. Ja. Warum keine Ergänzungsvorlage jetzt vorliegt, das hat Norbert Walter-Borjans ja gerade gesagt. Aber zum Nachtragshaushalt, da muss ich schon meckern. Denn am 18. August schon hat unser haushaltspolitischer Sprecher Dietmar Schulz diesen Haushalt gefordert, und zwar aufgrund der steigenden Zahl an Asylsuchenden. Die Landesregierung hätte diesen Nachtrag schon lange aufsetzen können und für die Kommunen hier Planungssicherheit schaffen können. Dieser dritte Nachtragshaushalt ist aus heutiger Sicht völlig überfällig. Er hätte als erstes auf die Tagesordnung heute gehört und nicht erst auf die TO am Ende des Monats September. Und nur damit das allen hier im Haus klar ist, das ist natürlich gewollt, diese Verzögerung durch die Landesregierung. Und es hängt damit zusammen, dass man wieder mal auf Zeit spielt, dass man wieder mal auf Geld aus dem Bund hofft. Aber gestern trotzdem mitteilen kann, ganz genau detailliert, wie dieser Nachtragshaushalt aussieht. Das Zitat war, die Kommunen können sich auf uns verlassen, nur garantieren können wir leider nichts. Von daher frage ich, wo ist der Nachtrag zu diesem Haushalt jetzt, heute und hier? Die Landesregierung sitzt auf 2,2 Milliarden Euro Mehreinnahmen und Flüchtlinge bräuchten eigentlich ein festes Dach über dem Kopf. Keine Zeltstätte. Lehrer müssen eingestellt werden, die Kommunen bräuchten Geld und zwar jetzt und heute. Frau Ministerpräsidentin, gestern haben Sie es gesagt, Sie waren nach eigenen Angaben bei Evonik und haben da gefragt nach Unterstützung für die Flüchtlingsarbeit, nach Freiwilligenhilfe. Herr Finanzminister, ich mache Ihnen kurz einen Vorschlag, fragen Sie doch mal bei der Portigon, ob es da nicht ein paar hochbezahlte Banker gibt, die Ihnen auch noch helfen wollen. Ich wiederhole noch mal, was ich gestern gesagt habe, die Zivilgesellschaft in Nordrhein-Westfalen rettet der rot-grünen Landesregierung den Hintern. In diesem Haushalt steckt die Rettung auf jeden Fall nicht drin. Willkommen in der Realität. Aber, Frau Kraft, heißen Sie mit diesem Haushalt auch die Zukunft in unserem Land willkommen? Wir haben gerade sehr wenig über wirklich wichtige Zukunftsthemen gehört. Dabei haben wir noch im Januar hier im Landtag, haben Sie noch im Januar NRW 4.0 ausgerufen. Was ist eigentlich daraus geworden? Wir hatten doch so einen netten Urlaub im Neuland, haben ein bisschen darüber geredet, wie das jetzt ist, alles mit der Digitalisierung. War die Presseresonanz da wirklich so schlecht, dass wir das jetzt schon wieder einstampfen müssen? Wenn ich auf den Haushalt gucke, dann muss ich diese Frage leider mit Ja beantworten. Denn wie viele Haushaltsmittel stellt die Landesregierung 2016 für die Herausforderungen des digitalen Wandels, der digitalen Revolution zur Verfügung? 6 halbe Lehrerstellen für Informatikkurse an Grundschulen. 1 Million Euro mehr für Open NRW. Nur rund 5 Millionen Euro mehr für die digitale Wirtschaft. Und das bei einem Gesamthaushalt von 67 Milliarden Euro. Sie sagen Megabits, Megahertz, mega stark. Ich sage, das ist einfach nur mega schwach. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn dieser Haushalt ist quasi nur eine Beta-Version voller Bugs. Ich möchte Ihnen hier an dieser Stelle mal ein paar Tipps geben, über ein paar Themen reden, wo ich glaube, wo wir glauben, dass Sie nach Fehlern suchen können. Ich will nicht über Newpack reden, über Dobrindt gegen Groschek. Ich will nicht über das Tariftreue- und Vergabegesetz reden, über Niederlagen am Landesverfassungsgericht, verlorene Klausuren oder falsche Wahlzettel, sondern tatsächlich auf wichtige Zukunftsthemen eingehen. Leider ist das Internet für die Landesregierung nur ein Urlaubsziel, einen kurzen Werbetour-Trip wert. Ich fordere Sie hiermit auf, kommen Sie bitte im digitalen Zeitalter an.
Helfen Sie sich nicht mit Landespressekonferenzen, wo Sie irgendwelche pseudo-hippen Anglizismen raushauen, die nur noch zum Fremdschämen sind. Wobei Kamikaze-Konferenzen, das kann der Wirtschaftsminister gut. Er hat ja diesen Beauftragten, Professor Dr. Wir committen zu supporten Kollmann. Tun Sie was. Die digitale Welt besteht aus Einsen und Nullen. Und nur mit digitalen Nullen im Kabinett kann man nicht arbeiten. Das ist mir relativ schleierhaft. Die digitale Revolution ist allumfassend. Und das ist diesem Parlament leider immer noch nicht annähernd bewusst. Es reichten keine dubiosen Absichtserklärungen, ein paar kleine Verpflichtungsermächtigungen oder ein kleiner Zuschuss der NRW-Bank. Die digitale Revolution umfasst all unsere Lebensbereiche. Sie transformiert gerade unsere Gesellschaft grundlegend. Und unsere Aufgabe als Politik ist es hier, Leitplanken zu setzen und diese Revolution mitzugestalten. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, unter denen diese Revolution zum größtmöglichen gesamtgesellschaftlichen Nutzen vollzogen wird. Wir müssen sie zu einer digitalen Revolution für die Menschen in diesem Land machen. Ich nenne Ihnen ein paar Rahmenbedingungen. Wir brauchen die entsprechende Infrastruktur. Wir brauchen eine gesetzliche Sicherstellung der informationellen Selbstbestimmung. Wir brauchen eine gleichberechtigte Sicherung der Teilhabe aller Menschen. Und wir brauchen eine verbesserte Transparenz von politischen Prozessen. Und das sagen wir hier nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal. Wir brauchen endlich eine digitale Daseinsvorsorge für die Menschen in diesem Land. Nur dieses Ziel braucht Gestaltungswillen. Das geht nur aus einer Hand, das geht nur unter einem Dach und wir haben es schon mal gefordert und fordern es weiter. Wir brauchen ein eigenes Internetministerium, denn nur ein Internetministerium kann all diese politischen Handlungsfelder bündeln, sodass wir die digitale Daseinsvorsorge sicherstellen können. Im Moment sieht es so aus. In allen möglichen Ministerien werden die verschiedensten Themen behandelt oder im schlimmsten Fall leider auch nicht behandelt. Und diese Verteilung der Zuständigkeiten ist einfach nicht zu zielführend. Sie ist einfach nicht praktikabel. Das beste Beispiel dafür ist die aktuelle Auseinandersetzung im Kabinett. Herr Dün und Herr Groschek streiten jetzt darum, wie soll der Ausbau der Infrastruktur vollzogen werden. Dem Bürger aber ist es vollkommen egal, ob das eine oder das andere Ressort bezahlt. Wir brauchen jetzt schnelle Glasfaserleitungen und das flächendeckend in ganz Nordrhein-Westfalen. Wenn die Landesregierung unseren Antrag damals umgesetzt hätte, dann wären wir jetzt Vorbild hier in Deutschland. Und vorgestern ist das wohl auch der Ministerpräsidentin klar geworden, da hat sie sich gegen ihren eigenen Parteivorsitzenden gestellt und hat gesagt, wir brauchen Glasfaser und wir brauchen keine alte Technologie wie Kupfer. Und zu dieser offensichtlichen Einsicht, da beglückwünschen wir die Ministerpräsidentin, aber wir müssen fragen, wie genau werden ihre Pläne jetzt finanziert? Denn das wollen die Menschen jetzt wissen und da gilt es jetzt zu handeln. Vor 2,5 Jahren haben wir hier einen Antrag eingebracht, der hieß Fahrplan Breitbandausbau für NRW. Was dann folgte, war ein langer Winterschlaf der Landesregierung und halbjährlich wurde das unterbrochen durch einen Gesprächskreis, ein runder Tisch. Die zuständigen Minister Remmel für den ländlichen Raum, Groschek für die Infrastruktur und Dün für die Wirtschaft, die ließen sich dabei alle nicht aus der Ruhe bringen und nicht in die Karten gucken. Und sie haben 2,5 Jahre nicht NRW 4.0 gemacht, sondern buddhistische Meditation 4.0. Ein Internetministerium könnte an dieser Stelle helfen und ich wiederhole das gebetsmühlenartig, denn das wäre zumindest handlungsfähig gewesen. Und ja, das kostet Geld und ja, das muss im Haushalt veranschlagt werden. Aber die digitale Revolution zu verschlafen, kostet einfach noch viel, viel mehr Geld und ist umso schlimmer. Das Ziel ist dabei ganz einfach. Wir wissen, die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche.
aber natürlich nur da, wo sie auch ankommt. Und deswegen brauchen wir schnelles Internet, nicht nur in den Städten, sondern flächendeckend im ganzen Land. Glasfaser bis ins Haus, das ist kein Luxus, sondern die Grundlage für eine moderne, für eine vernetzte Wissensgesellschaft. Denn während in Deutschland Ausreden vorgebracht werden, da sind andere Länder längst viel weiter. In Japan, in Südkorea, da gehört Glasfaser bis ins Haus zum Standard. In Schweden sind 40% der Haushalte angeschlossen. In Schleswig-Holstein, da hat man sich gerade eine Glasfaserstrategie gegeben und 23% der Haushalte sind versorgt. Das sind immer noch viel zu wenig. Aber in Nordrhein-Westfalen liegt die Ausbauquote bei gerade 7%. Und es gibt eben keine Glasfaserstrategie. Was hier dran mega stark sein soll, das kann uns die Landesregierung vielleicht ja gleich hier noch kurz erklären. Und symptomatisch, ich habe es gerade schon angesprochen, für das Versagen ist hier Verkehrsminister Groschek. Herr Groschek, ich glaube, das Thema haben Sie leider immer noch nicht ganz verstanden. Denn seit Jahren hätten Sie die Leerrohre in die Erde bringen können, Sie hätten sie mitverlegen können und jetzt kommt raus, Sie haben es nicht gemacht, frei nach dem Motto, ich kümmere mich um den Straßenbau und das mit diesem Internet, das soll halt irgendjemand anders machen. Wenn das jetzt noch mit den Straßen und den Brücken klappen würde, wäre das sogar relativ gut. Die Regierungserklärung war also anscheinend keine Erklärung von der Regierung, sondern wahrscheinlich eine für die Regierung, damit die Minister endlich mal was über Digitalisierung hören. Aber der Erfolg, da kann ich Ihnen leider nur sagen, der war mangelhaft. Jetzt erwidern Sie vielleicht, naja, wir haben bald die Frequenzauktion und dann haben wir ja frisches Geld für den Breitbandausbau, also ist alles gut. Ich sage Ihnen nichts, gar nichts ist gut. Denn die zur Verfügung gestellten Mittel für den Breitbandausbau reichen höchstens für den Ausbau Light durch das sogenannte Vectoring, durch die Kupfertechnik. Und die funktioniert nur, wenn es nur einen Anbieter gibt, der auf der Leitung ist und der Wettbewerb ausgeschaltet wird. Da ist es kein Wunder, dass sich die Telekom geradezu großzügig bereit erklärt, ja, wir machen das. Und was alle außer Sicht lassen, ist dabei, dass in ein paar Jahren wir wieder vor demselben Problem stehen. Trotzdem wir hier eine Telekom-Bevorzugung hätten. Die Verbindungsgeschwindigkeiten werden wieder nicht ausreichen und wir müssen wieder fördern und das Land hängt wieder zurück. Wir Piraten, wir sind gegen eine milliardenschwere Förderung der Telekom mit Vectoring. Wir sind gegen eine Remonopolisierung der Netze. Wir sind gegen einen Telekom-politischen Sprecher der SPD-Fraktion Jochen Ott und stattdessen für den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft, für die Förderung von kommunalen Glasfasernetzen und für Netze in Bürgerhand. Glasfaser. Glasfaser statt Kupfer, das haben wir seit jeher gesagt und dazu stehen wir auch heute noch. Aber wenn wir über schnelle Leitungen sprechen, dann müssen wir auch über die Daten sprechen, die da durchgehen. Und da kann ich nur sagen, willkommen in der Welt der Überwachung. Denn die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung, die zeigt das Demokratieverständnis der Ministerpräsidentin. Auf Drängen des Innenministers Jäger und auf Geheiß des Parteivorsitzenden wird hier die Vorratsdatenspeicherung durch die SPD in Nordrhein-Westfalen gepeitscht, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Wir Piraten, wir mögen zwar in der Öffentlichkeit als debattenfreudig gelten, naja, sagen wir streitend, aber ich sage Ihnen, wir achten auf unsere innerparteiliche Demokratie. Sie, Frau Ministerpräsidentin, haben Parteikollegen auf Linie gebracht, haben gedroht, dass sie in Zukunft kein Amt mehr bekleiden würden. Ich bin froh, dass unsere Fraktion nicht unter der Herrschaft einer Frau Kauder steht. Die Grünen machen es sich derweil mega einfach. Sie behaupten großmäulig, mit ihnen ist die Vorratsdatenspeicherung einfach nicht zu machen. Wenn die Landesregierung im Bundesrat dann aber abstimmen muss, dann ziehen Sie den Schwanz ein, zeigen mit dem Finger auf den großen Koalitionspartner und dann sagen Sie, naja, wir müssen das Gesetz im Bundesrat ja passieren lassen, wenn auch durch Enthaltung. Das passt einfach nicht zu Ihrem Verhalten auf Bundesebene, wo Sie immer wieder und glasklar sagen, mit uns gibt es keine Vorratsdatenspeicherung. Hier in NRW beugen Sie sich dem Minister für die innere Sicherheit, der meint, er könnte mit der Vorratsdatenspeicherung als starker Sicherheitspolitiker auftreten, als jemand, der sich für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzt. So wird aus einem sogenannten Sicherheitspolitiker ein Sicherheitsrisiko für unsere Verfassung.
Dem SPD-Genossen Jäger kippen die höchsten Gerichte Europas nacheinander all diese Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung. Und auch dieses Gesetz der Großen Koalition wird als verfassungswidrig gekippt werden. Und nur Sie, SPD und CDU, die Ewiggestrigen, halten daran fest. Und zwar verzweifelt. Und ich möchte gar nicht darüber reden, was das die NRW-Internetwirtschaft kostet und die Bürger in diesem Land. Wir wollen nicht den gläsernen Bürger, Frau Kraft, wir wollen den gläsernen Staat. Willkommen, Transparenz. Seit 2012 drängen wir Sie in Nordrhein-Westfalen, endlich ein Transparenzgesetz auf den Weg zu bringen. 2013 haben wir einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Dann wurde der großspurig abgelehnt. Den Vorschlägen der Piraten folgt man nicht. Und seitdem ist genau nichts passiert, was ich hier übrigens viel zu häufig sage. Wir haben 2015 und wir haben nicht einmal den Entwurf eines solchen Gesetzes. Wie man es mit der Transparenz im Übrigen hält, das sieht man tagtäglich hier im Parlament. Wir haben seit einem knappen Jahr endlich die technischen Möglichkeiten, Ausschusssitzungen zu streamen. Aber Sie, die versammelten Altpapierparteien SPD, Grüne, CDU und FDP, haben sofort dafür gesorgt, dass Streaming grundsätzlich nicht angeboten wird. Wir sind doch nicht mehr in der Zeit, wo die Königin hochfällt und man muss persönlich dahin gehen, damit man mitkriegt, was überhaupt passiert im Staat. Wieso wird zum Beispiel von der SPD das Streaming zur Anhörung autonomes Fahren blockiert? Herr Breuer sagte, und ich frage ihn, ob er es ernst damit meint, das Streaming hat nicht genug öffentliches Interesse. Beim Thema autonomes Fahren. Eins der Zukunftsthemen, haben wir nicht genügend öffentliches Interesse? Und dazu passt auch, dass die Ministerpräsidentin angeblich einen so vollen Terminkalender hat, dass sie nicht mal monatlich der Presse Rede und Antwort stehen kann. Das passt nicht in eine moderne Demokratie, das ist mutlos und das zeigt ihre Furcht vor kritischen Fragen, das ist mega schwach. Ihr Mauern wird auch nicht mehr lange funktionieren, denn die Menschen wollen die Transparenz von Verwaltung und von Politik. Warum gibt es immer noch keinen Entwurf für ein Transparenzgesetz? Die Antwort ist leider so einfach, wie sie frustrierend ist. Die Verantwortung für dieses Gesetz läge im Ressort des Ministers Jäger. Und der hat leider mit der Vorratsdatenspeicherung, mit seinen Blitzermarathons genug zu tun und dem geht die Transparenz leider völlig ab. Und das lässt sich immer wieder in den Berichten vom Innenministerium sehen und nachlesen. Zum Beispiel, wenn unverhältnismäßige Polizeieinsätze kritisch aufgeklärt werden. Herr Minister Jäger, Sie wissen, es gibt zahlreiche Baustellen in Ihrem Ressort, die drängen. Reden wir zum Beispiel über das Thema Datensicherheit. Das wird nur stiefmütterlich behandelt. Da passiert, ich muss mich wiederholen, schlichtweg gar nichts. Da wird Geld gespart, statt Investitionen für die Sicherheit der Bevölkerung zu tätigen. Von 2006 bis 2013 diskutierte die Landesregierung darüber, ob wir einen obersten Experten für die IT-Sicherheit in diesem Land brauchen. Die Frage dümpelte auch in der Regierungszeit von CDU und FDP vor sich hin. Dann haben wir 2013 endlich diesen Chief Information Officer, und der bekommt eine Handvoll Mitarbeiter. Und schon Anfang 2014 sollte der Bericht zur Sicherheit der Landes-IT vorliegen. Ja, jetzt arbeitet dieser Mensch, aber vorgelegt wurde dieser Bericht bis heute immer noch nicht. Ich möchte noch mal anmerken, wir haben Mitte 2015. Derweil erfahren wir, dass unsere IT-Systeme so löchrig sind wie Schweizer Käse. Wir haben ja eine Anhörung gemacht zur IT-Sicherheit des Landes. Und ich bin sehr beschämt darüber, dass außer unserer Fraktion es tatsächlich keine andere Fraktion für nötig hielt, dahin einen Sachverständigen einzuladen. Und derjenige, der da war, der hat berichtet von seinen Erfahrungen. Und er berichtete, dass er maximal 8 Stunden braucht, um in das Netz eines kommunalen Dienstleisters einzudringen, in das er eindringen sollte. Er hat das komplette Netz übernehmen können, er hatte teilweise Schreibrechte
Er hatte Zugriff auf Meldedaten und er konnte sogar auf die Daten von Zeugenschutzprogrammen zugreifen. Und von dort hätte er auch ins Landesnetz eindringen können, wenn das sein Auftrag erlaubt hätte. Wo ist da das Programm des Chief Information Officers? Wo ist da der Bericht? Letzte Woche hören wir bei der großen Anhörung Ihres schnieken neuen Katastrophenschutzgesetzes, an dem Sie immerhin 7 Jahre lang gearbeitet haben, von den Vertretern der Feuerwehr, dass Nordrhein-Westfalen für einen Angriff auf kritische Infrastrukturen gar nicht gewappnet ist. Ein erfolgreicher Angriff auf das Stromnetz könnte eine solche Kettenreaktion auslösen. Kein Strom, kein Telefon, kein Internet und so weiter. Die Experten haben es drastisch auf den Punkt gebracht, nach wenigen Stunden hätte Nordrhein-Westfalen Tote zu beklagen. Und Ihre einzige Idee, Frau Ministerpräsidentin, ist es zum Thema Datensicherheit, dass Sie den Austausch zwischen Forschern fördern wollen. Stattdessen müssen Sie aber den Austausch mit der Wirtschaft und mit dem Land fördern, damit die Forschung tatsächlich in praktische Sicherheitsprojekte überführt werden kann. Herr Minister Jäger, Sie schaffen sich einen CIO, der nach außen sagt, er sei der Experte für Datensicherheit. Aber nach nur einem Jahr sagt der Landesrechnungshof uns bereits, der Mann ist völlig unterfinanziert, dem fehlen Ressourcen und dem fehlen Kompetenzen. Wo ist der Ansatz in diesem Haushalt, der erheblich nachbessert? Hier muss noch einmal erheblich Geld in die Hand genommen werden. Und Sie, Herr Minister Jäger, nennen sich Minister für die innere Sicherheit dieses Landes. Datensicherheit ist Sicherheit der Bevölkerung und damit ein ganz reales Thema. Und wir brauchen Politiker, die sich nicht nur Sicherheitsminister nennen, sondern die von Sicherheit auch Ahnung haben. Und es tut mir total leid, aber die sitzen da. Und die können Sie gerne fragen. Die geben Ihnen auch gerne Nachhilfe. Und wenn wir schon beim Thema Nachhilfe sind, kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsthema und zu meiner Lieblingsministerin, Frau Ministerin Löhrmann. Auch der, ja, läuft was, ja, ja. Auch der Ministerin Löhrmann täte Nachhilfe an einigen Stellen ganz gut. Denn NRW hat einen Aufholbedarf. Bei den Ausgaben pro Schüler ist NRW traditionell das Schlusslicht aller Bundesländer. Das bedeutet, in Nordrhein-Westfalen hat die Jugend mit die geringsten Chancen. Man könnte sagen, Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, geben Ihnen diese Chancen nicht. Die Folgen? Die aktuelle Sozialberichterstattung zeigt, das Armutsrisiko wächst auch in Nordrhein-Westfalen. 2014 lag es bei 17,4%, der zweithöchste Wert unter allen Bundesländern. Das Armutsrisiko wächst aber vor allem für Geringqualifizierte. Mit 17,6% hatte Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014 beim Anteil der Personen mit geringem Bildungsniveau bundesweit den zweithöchsten Wert. Wir sehen, eine armselige Bildungspolitik erzeugt Armut. Wenn Sie den Worten Ihrer Sonntagsreden endlich Taten folgen lassen und sich entschlossen an die Verbesserung von Bildungschancen machen würden, dann würden wir Sie dabei unterstützen. Doch es fehlt die notwendige Entschlossenheit. Das zeigt sich in falschen Prioritäten. Denn jetzt noch schneller und noch mehr für die Haushaltskonsolidierung zu machen, wie Finanzminister Walter Borjans neulich angekündigt hat, das ist der falsche Weg. Wir müssen zuerst die Investitionen angehen, und zwar insbesondere die Investitionen in die Köpfe und die Zukunft unserer Jugend. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen einfach viel Versäumtes aufzuholen. Es sind erhebliche Anstrengungen notwendig. Das Bildungssystem steht vor einer riesigen Herausforderung. Und nicht nur einer, steht vor riesigen Herausforderungen. Die Inklusion, die Zuwanderung, die Integration der Zugewanderten, der Strukturwandel und auch die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist auch ein Bildungsthema. Wir müssen die digitale Spaltung überwinden. Denn sie verstärkt die bereits vorhandene Ungleichheit zwischen den Privilegierten und den Bildungsbenachteiligten. Und nur eine Bildungspolitik, die dies ignoriert, nimmt in Kauf, dass viele Kinder und Jugendliche, die jetzt schon Nachteile haben, noch schlechtere Chancen haben auf eine spätere gesellschaftliche Teilhabe. Und deshalb ist es eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Aufgabe
in der Bildungspolitik Antworten auf die Herausforderungen der Digitalisierung der Gesellschaft zu finden. Von grundlegenden Kenntnissen über Informationstechnologie und vom souveränen Umgang mit dem Internet hängt doch schon heute ein Großteil der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ab. Nicht weniger als das. Im Januar, liebe Frau Ministerpräsidentin und liebe Ministerin Löhrmann, haben Sie auch für den Bildungsbereich den Sprung ins digitale Zeitalter angekündigt. Aber seitdem ist, ach, diese Wiederholung, nichts passiert. Soweit ich das sehe, hat Ministerin Löhrmann am Freitag bei ihrer Pressekonferenz nochmal dieselben Programme und dieselben Projekte vorgestellt wie bereits im Januar. Man hat hier den Eindruck, die Landesregierung arbeitet an diesem Thema ungefähr so gedrosselt wie eine Internetleitung am Monatsende. Schritt für Schritt und systematisch wollen Sie vorgehen. Das sagen Sie bei jeder Gelegenheit. Aber Sie sagen nicht, wohin soll die Reise denn gehen? Sie lassen das Ziel unbestimmt. Und dabei liegt es klar auf der Hand. Die digitale Medienbildung muss im Bereich Bildung jetzt Priorität haben. Das Land muss Verantwortung übernehmen und muss endlich den Bildungs- und Erziehungsauftrag verwirklichen, den es laut Schulgesetz nun einmal hat. Und dafür müssen wir aus dem Projektstadium rauskommen und wir müssen Verbindlichkeiten herstellen. Es braucht ein Gesamtkonzept für eine umfassende medienpädagogische Angebotspalette an unseren Schulen. Wir müssen jetzt verbindliche Angebote zur Medienbildung schaffen, und zwar in allen Schulstufen und in allen verschiedenen Bildungsgängen. Und wir müssen jetzt über den Stellenwert der Informatik an unseren Schulen reden. Es gibt keinen Weg zurück ins analoge Auenland. Und zwar auch in der Hochschul- und Forschungspolitik. Denn auch da ist keine klare Handschrift zu erkennen. Wenn denn NRW das Gründerland Nummer 1 werden soll, dann muss ich mich schon wundern, warum hier von der Landesregierung nicht die notwendigen Schritte eingeleitet werden. Wenn Ministerin Schulze durchs Land fährt und sammelt Best-Practice-Beispiele, macht viel Pressetamtam und macht dann eine Plakette mit der Aufschrift Ort des Fortschritts an die Wand, am besten drückt sie noch medienwirksam so einen Dübel in die Wand, dann ist das mit Sicherheit gute Werbung in eigener Sache, aber innovativ ist das bei weitem nicht. Wo ist hier die Antwort der Landesregierung auf die digitale Revolution? Für Sie heißt Wissenschaftspolitik Hochschulpaktmittel, also zeitlich begrenzt Mittel erhöhen. Was das für die Hochschulen und für die Bediensteten bedeutet, das liefern Sie in Ihren eigenen Berichten. Im Monitoringbericht Bewältigung doppelter Abiturjahrgang wird das ganze Ausmaß der falschen Ausrichtung sichtbar. Denn 9 von 10 der neu geschaffenen Stellen an Universitäten sind prekär beschäftigt. An Fachhochschulen mehr als die Hälfte. Gleichzeitig geben Sie sich einen Kodex für gute Arbeit an Hochschulen. Damit wollen Sie Befristungen minimieren. Also ich bin ja Programmierer. In meinem Gehirn löst das einen Error aus. Das tut mir sehr leid. Aber das ist die Politik, die hier verfolgt wird. Wir machen Symbolpolitik, wir tackern Plaketten an Häuserwände und wir halten die Hochschulen in der Mängelverwaltung. Und wir werden wieder hören, dass ja der Haushalt aufgestockt worden ist. Die Hochschulen bekommen ja mehr Geld. Und gebetsmühlenartig wiederholen Sie den Vergleich mit 2010. Äpfel mit Birnen, denn die Parameter an den Hochschulen haben sich einfach drastisch geändert. Wir haben immer mehr Studierende an den Hochschulen, und die Hochschulen bekommen immer weniger Mittel pro Studierendem. Das ist alles auf dem Rücken des Hochschulpersonals und auf dem Rücken der Studis. Willkommen in Ihrer hochschulpolitischen Realität. Apropos Realität. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Dienstwagen, Frau Ministerpräsidentin? Ich gebe zu, die Frage von Herrn Lindner war polemisch und die war wahrscheinlich auch rhetorisch. Der Wagen ist ja nicht leichter geworden. Aber beim Thema Verkehr der Zukunft haben wir auch noch ein paar wirklich spannende Fragen. Denn wie sieht die Mobilität der Zukunft in Nordrhein-Westfalen eigentlich aus? Wir werden durch die digitale Revolution eine Umwälzung in der Mobilität erleben.
Wir brauchen in der Infrastrukturpolitik nicht nur dringend Instandhaltungsinvestitionen, sondern wir brauchen ein grundsätzliches Systemupdate. Das autonome Fahren, das bietet große Chancen für eine Erneuerung von Verkehr und Mobilität in unserem Land. Autohersteller werden Mobilitätsdienstleister. Die Gewinner auf den Märkten werden diejenigen sein, die die besten und serviceorientiertesten Dienstleistungen anbieten. Die Digitalisierung, die Vernetzung des Analogautos hin zu einem fahrerlosen, sich selbst steuernden, autonom agierenden Fahrzeug, das ist für sich genommen bereits faszinierend. Aber das Zusammenspiel von digital gesteuerten Verkehrsinformationssystemen mit intelligenten Transportketten, mit einem innovativen Nahverkehr, das könnte mit dem autonomen Fahren ein Killer-Feature für eine zukünftige Mobilität schaffen. Und zwar ohne Staus und ohne unnötige Verschwendung von Raum und Zeit. Das ist unsere Vision der Mobilität der Zukunft, wo das selbstfahrende Auto Sie zum Zug bringt, der Zug Sie pünktlich zu Ihrem Ziel bringt, da steht das nächste Auto und das bringt Sie dahin, wo Sie eigentlich wollen. Das ist weitergedacht. Das ist Leben in der Zukunft. Aber Sie leben hier leider noch in der Vergangenheit, und zwar wie in so vielen Bereichen. Willkommen in Jurassic World. Wen wundert's? Wir müssen kurz über die Braunkohle reden. Im Rheinischen Revier verzockt Wirtschaftsminister Dün auch weiterhin die klimapolitischen Ziele des Ministers Remmel. Falls Sie, Herr Minister, diese Ziele nicht beim Eintritt in die Kraftkohlekoalition abgegeben haben. Dank der Intervention bei Herrn Gabriel wird der Weiterbetrieb der Tagebauer eingerichtet und die Kraftwerksdinos dürfen weiterlaufen bis, ja, bis wann eigentlich? Wie lange will der Innenminister Jäger eigentlich den Widerstand der Klimaschützer mit Polizeigewalt und mit dem Werkschutz von RWE brechen, wie am vorletzten Wochenende? Und da hilft auch diese gespielte Betroffenheit nicht. Was helfen würde, wäre eine Aussage der Grünen Fraktion zu dem Thema, aber die verweigern Sie hier. Das Gewissen der Abgeordneten bleibt bei diesem Thema hier auf der Strecke. Das ist leider für die grünen Kollegen längst der Normalfall, wenn man von Kohlegenossen hier regiert wird. Ich frage mich, schämen Sie sich dafür eigentlich nicht? Haben Sie dabei keine Schmerzen? Denn so wie Gorleben Brennpunkt wurde der Atomkraftgegner, so wird Garzweiler ein Fanal der verfehlten Energiepolitik dieses Landes. Wir fordern einen geplanten, einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle, damit NRW endlich im Land, in der Welt der erneuerbaren Energien ankommt. Wenn man Energieland Nummer 1 ist, muss man sich auf die Fahne schreiben, auch die Nummer 1 bei den Erneuerbaren zu werden. Das muss Ziel der Landesregierung sein. Und dieses Ziel wird nur erreicht, wenn die Landesregierung aufhört, die Technologie auf die Technologien der Vergangenheit zu setzen. Stattdessen brauchen wir Investitionen in intelligente Stromnetze, in virtuelle Kraftwerke. Hier liegen die Chancen für neue Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und nicht im Braunkohletagebau. Wer sich heute die Aktienkurse von RWE ansieht, der kann sehen, wohin es führt, die Zukunft zu verschlafen. Denn spätestens, wenn die Kosten des Atomausstiegs fällig werden, dann wird RWE den Offenbarungseid leisten müssen. Die sogenannten sicheren Rückstellungen, die stecken doch im Dino-Park in Garzweiler. Und den Preis, den werden die Kommunen zahlen müssen und den werden die Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen bezahlen müssen. Und die Regierung treibt diesen Preis immer weiter in die Höhe, statt endlich einen Schnitt zu machen und ein Braunkohle-Ausstiegsgesetz auf den Weg zu bringen. Willkommen in der Gegenwart, willkommen in der Zukunft, willkommen in der Realität, willkommen beim Bugfixing. Und damit Sie nicht weiter in der Vergangenheit denken, sondern damit Sie die Chancen der digitalen Revolution endlich nutzen, willkommen bei den Haushaltsberatungen 2016. Vielen Dank.
Vielen Dank.